Heute Abend hebt sich der Vorhang. Es wird eine epische Tragödie erzählt, geschrieben von der größten Lyrikerin des göttlichen Zeitalters. Das kurze Flimmern der Luft zeichnet die Menschen im Zenit ihres Lebens. Ist das, was sich in ihren Augen spiegelt, die verblassende Hoffnung oder doch die Verzweiflung, der sie nicht entkommen können? Was für eine Geschichte hast du dir diesmal ausgedacht? Erzähl, ich bin neugierig. Es geht um einen König. Dieser wird von seinem Volk sehr geliebt. Aber die Liebe wandelt sich später in Hass und Trauer. Eine wahre Geschichte. Ah, ich verstehe. Die Menschenkinder suchen immerzu nach dem großen Glück und werden am Ende doch nur wieder enttäuscht. Schön und grausam zugleich, genau nach meinem Geschmack. Danke. Der König aber schert sich nicht um den Verlust seiner Liebenden, denn ihm wurde etwas viel Größeres zuteil. Oho. Und was? Man schenkte ihm den Thron der Ewigkeit. Meinung nach. Weiß einer von euch, wo wir hier sind? Schaltet doch mal einen Gang runter. Ihr seht erschöpft aus. Na sowas. Was höre ich das hören? Eins, zwei, Loki kommt vorbei. Blöder Clown. Sie sind eingetroffen. Unsere Akteure für die göttliche Tragödie sind endlich hier. Versüße ihre Träume mit deiner gesegneten Feder, schreibe ihnen eine Geschichte. Okidoki. Ich verspreche euch, diesen Albtraum werdet ihr nie wieder vergessen. Mir brummt vielleicht der Schädel. Wo bin ich hier überhaupt? Midori, bist du hier? Oder du, Aoto? Was? Wo bin ich hier? Bevor sie sich ihrer Bestimmung stellen, steht ihnen die größte aller Prüfungen im Wege. Ein Bühnenstück oder eine Illusion, ein Traum, genannt das Drama. Werden sie sich ihren Ängsten stellen oder verlieren sie sich selbst? Vorhang auf, Bühne frei. Weißt du was? Kein Bock auf sowas. Was ein Psychoscheiß. Ich hau ab. Autsch. Na super. Ich könnte Ihnen den lieben langen Tag dabei zusehen. Aber du feilst doch mit Sicherheit schon an den Dialogen, habe ich nicht recht? Klar doch. Aber vorerst werde ich... Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Dienst oder Lehnspflicht lohnt sich selbst im Tun. Äh,
Hä? Ich bin nicht, was ich bin. Behauptung ist nicht Beweis. Was will der von mir? Nichts verstanden. Hamlet, Macbeth und Othello. Das sind die Aushängeschilder meiner Schauspieltruppe. Das wird ohne Zweifel ein Meisterwerk. Also, du weißt ja, ich bin ein großer Fan deiner Meisterwerke, aber die kennt jeder in- und auswendig. Wir brauchen was Neues, was Spritziges, was Aufregendes. Menno, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, sondern bei So ist es. Okay, weil du es bist. Ich bin ja Profi. Ich denk mir was aus. Hey! Was soll das alles? Es war einmal vor langer, langer Zeit. Da gab es ein leidenschaftliches Mädchen. Ihr Name lautete Akane. Und dann war da noch Midori. Sie versuchte, einen Tyrannen zu morcheln, aber sie scheiterte und wurde in einen dunklen Kerker gesperrt. Hey, lass mich hier raus! Na, ist das spritzig und aufregend genug für dich? Aoto, der Liebling des weiblichen Geschlechts, fristet sein jämmerliches Dasein in einer kahlen Behausung. Seine leeren Augen waren feucht vor Kummer. Ist das süß! Derweil führte die fleißige Akane mit ihrem über alles geliebten Vater ein beschauliches Leben. Doch eines Tages... Bald schon kehrt mein verehrter Herr Vater zurück. Ich bin schon ganz himmelig. Das geht gar nicht. Alter, was erzähle ich da für ein Bullshit? Und was soll dieser Aufzug? Ach nö, ausgerechnet das blöde Mistvieh macht sich über mich lustig. Oh, geliebter Vater! Wer ist denn der Kerl? Bitte verzeih mir meine dauernde Abwesenheit. Deine Einsamkeit endet heute, versprochen. Jetzt lass mich dir deine neue Familie vorstellen. Hä? Oh je. Oh ne, das ist zu viel des Guten. Erst dieser Aufzug und jetzt das hier. Ne? Ey! Na wartet, ihr alten Suppenhühner! Das zahle ich euch auf jeden Fall heim! Ich krieg zu viel! Hut ab! Der Produzent ist jedenfalls zufrieden. Schön zu hören. Die Ideen sprudeln förmlich aus mir heraus. Währenddessen näherte sich für die eingekerkerte Midori der Tag der Hinrichtung. Och, Menno! Und Aoto litt weiterhin an seiner Depression. Eines Tages jedoch sollte ein Schreiben Akanes Leben für immer verändern. Ein Ball, bei dem der edle Prinz seine Braut erwählen wird? Akanes Herz hüpfte vor Aufregung, urplötzlich jedoch verzweifelte sie. So rief sie aus vollstem Herzen. Was soll meine Wenigkeit auf solch einem prunkvollen Ball? Eine Missgestalt, wie ich es bin, gehört eingesperrt. Gott, ist das peinlich. So hässlich, wie ich bin, passt eine staubige Dachkammer viel besser zu mir. Halt doch die Schnauze, Akane. Und dann, wie aus dem Nichts, tauchte eine Gestalt auf. Du hast mich gerufen, nun werde ich dir einen Wunsch erfüllen. Oh. Wer seid ihr, Oholderecke? Ein Zauberfritze! Ganz ehrlich, langweilig. Wie jetzt? Kannst du Magier etwa nicht leiden? Ich kenne einen und einer von der Sorte reicht mir. Sogar stilles Wasser ist da prickelnder. Tja, und was machen wir da jetzt? Schon wieder Zappenduster! Schnell, machen wir die Düse. Ist ein Weilchen her, oder? Alles klar? Scheiß mir einer aufs Auge! Na toll, es wird immer schlimmer! Sogleich begann der Prinzenball im Schloss. Meine Prinzessin, ich fordere Sie hiermit zum Tanz auf. Nein, nicht. Pfui, Deibel. Ich bin's.
Währenddessen versprach die eingekerkerte Midori ihrem besten Freund, sie würde zum Sonnenuntergang in 3 Tagen zurückkehren. Sie rannte über etliche Hügel sowie Täler und alles, was sie antrieb, war ihr unbeugsamer Glaube. Aber war es wirklich ihr Glaube oder aber... Oh, langweilig. Ich glaube, ich mache ein Nickerchen. Wie bitte? Marathonläufe sind doch öde. Dann schreib doch selbst, Blödmann. Na, Kleiner? Das Schauspiel pausiert gerade. Das ist unsere Chance. Machen wir uns auf die Socken. Seltsam. Er ist entkommen. Das ist doch toll. Die Darsteller müssen sich ja nicht streng an die Buchvorlage halten. Improvisation verleiht dem Stück die nötige Würze. Was hast du dir jetzt Feines ausgedacht? Wir starten jetzt mit dem letzten Akt. Eine Spezialaufführung, die nur meine Theatergruppe vollbringen mag. Während Akane in Othellos Arm liegt, umarmt Midori voller Freude Macbeth. Hamlet erweist dem Trauerkloß Aoto die letzte Ehre und alle sterben. Brillant! Du bist eine echte Kanone, Shakespeare. Du hast dir den Literaturpreis redlich verdient. Mein Schicksal ist an dieses Blatt gebunden. Fällt es, falle ich ebenso. Hör auf, sowas zu sagen. Daran möchte ich gar nicht denken. Tja, die Wahrheit tut nun mal weh. Mein Kapitel ist abgeschlossen. Famos. Einfach brillant gespielt. Makellos. Genau wie sein hübsches Gesicht. Was ist los, Bruder? Sag schon. So, warte doch. So, hier können wir reden. Wir sind hier für eine Weile sicher. Loki kann uns hier nicht orten. Du Arsch! Der rutscht aber schnell das Pfötchen aus. Hast du von mir und groß bist du geworden. Blöder alter Sack, du hast deinen Tod vorgetäuscht. Weißt du eigentlich, wie sich das anfühlt? Wir waren beide fix und fertig. Du feiges Drecksschwein! Tut mir leid. Wie jetzt? Wie kann das denn sein? Elena, bist du das? Hier, du erkältest dich sonst noch. Vielen Dank. Wir haben uns lange nicht gesehen, Bruder. Damals blieb mir keine andere Wahl. Ich musste verschwinden. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Ich bereue es aber bis heute, dass ich dich zurückgelassen habe. Bereit? Klar! Dann los! Ich hab ihn! Hier! Ja! Nochmal! Gut, pass auf! Hier! Lust auf eine Challenge? Eine Runde Baseball spielen? Klar! Elena, bist du das? Warte doch auf mich! Ach, liebste Midori, wenn du mich nicht hättest, wärst du ganz schön aufgeschmissen. Wo hast du denn die ganze Zeit gesteckt? Ich hab überall nach dir gesucht. Tut mir leid. Ich wollte dich wirklich nicht verletzen. Verzeihst du mir? Natürlich. Es tut mir so leid, Midori. Unendlich leid. Ich wollte dich ganz allein für mich haben, verstehst du? Das war egoistisch und dumm, das weiß ich jetzt. Ich wollte eine Welt, in der nur wir beide existieren. Und darum habe ich... Bitte hör auf zu weinen, Elena. Ich war doch auch nicht besser.
Dann möchte ich, dass auch du aufhörst zu weinen. Ich will dein schönes Lächeln wiedersehen. Ich kann gerade nicht lachen, Elena. Du bist immer so lieb zu mir. Ich hab dich so gern, Midori. Du bist für immer meine beste Freundin. Ohne dich ergibt das Leben überhaupt keinen Sinn für mich. Hallo, mein Bruder. Na, hat es dir die Sprache verschlagen? Was ist los? Willst du deinem Bruder nicht mal guten Tag sagen? Da staunst du Bauklötze, was? Wenn du nicht willst, dann werde ich halt reden. Ich werde dir erzählen, was ich seit unserer letzten Begegnung so alles erlebt habe. Ich bin viel rumgekommen. Ich habe viele Menschen getroffen. Du wirst es kaum glauben. Ich habe sogar manchmal Spaß gehabt. Aber dann gab es auch die Kehrseite der Medaille, bei der ich mir viel Leid ansehen musste. Diese Grausamkeiten ließen mich aber kalt. Mein Herz kümmert es einfach nicht. Weißt du, du bist für mich schon immer eine Art Mysterium gewesen. Egal wie schlecht du von unseren Eltern behandelt wurdest, du hast dich nie gewehrt. Ich verstehe deine Angst, Bruder. So sehr, wie du mich verstehst. Schade eigentlich. Ich wünschte, wir hätten uns damals zusammengetan. Es blüht die Hoffnung in ihm. Ein gefährlicher und zugleich verlockender Gedanke. Sein verschollener Bruder reicht ihm die Hand der Versöhnung. Doch manchmal denkt er, manchmal trügt der Schein. Meinst du das ernst? Dieses Jahr gehen wir auf jeden Fall zum Sommerfest, und zwar zusammen. Unsere Yukatas sind schon vorbestellt, genau wie früher. Genau. Du, ich weiß, du willst es nicht hören, aber es ist mir sonst sehr unangenehm. Bitte nicht jetzt, okay? Darauf habe ich gerade keine Lust. Na gut. Nicht du musst dich bei mir entschuldigen, Midori, sondern ich mich bei dir. Bitte verzeih mir, dass ich nicht für dich da war und dich so lange allein gelassen habe. Kannst du das? Manches lernt man erst zu schätzen, wenn es nicht mehr da ist. Das habe ich jetzt am eigenen Leib erfahren müssen. Ich will nur, dass du glücklich bist und für immer lächelst. Das liebe ich nämlich so an dir. Elena. Ich hoffe, dass du mir nach all dem vergeben kannst. Und wir wieder beste Freunde sind. Du stehst bei mir an allererster Stelle und das wird sich nie ändern. Schau mal, was ich da habe. Was ist das denn? Was? Du kannst dich nicht daran erinnern? Eine Runde mit dem alten Leder ist cool. Damit geht dein alter Traum für mich in Erfüllung. Und jetzt rate doch mal, was ein noch viel größerer Traum für mich wäre, Söhnchen. Ich will zu euch zurückkehren. Ich will, dass wir wieder wie eine glückliche Familie zusammenleben. Dir hat doch jemand ganz klar übertrieben ins Hirn geschissen. Was ist denn mit deinen Forschungen? Die waren doch immer dein Traum. Träume sind Schäume. Irgendwann kommst du auch auf den Trichter. So blöd es sich anhört, aber ich musste es eben auf die harte Tour lernen. Ich weiß, hört sich blöd an. Ich fass es nicht. Tja, glaub es oder nicht. Aber ich würde alles dafür geben, um mit euch zusammenleben zu dürfen. Selbst wenn ich alles andere aufgeben müsste. Blödsinn. Was redest du da? Nie im Leben. Hä? Frust und Kummer zerfraßen ihn. Und in seinem Herzen pochte das Gefühl der Hilflosigkeit. Dieses lief Gefahr, in Flammen aufzugehen. Doch der Ruf seiner Seele konnte es stoppen. Wer bist du? Was hast du mit meinem Alten gemacht? Träume sind Schäume. Und, kommst du selbst auf den Trichter? So ein Bullshit! Mein alter Herr hat sich doch noch nie um mich gekümmert. Er ist nämlich einfach so abgehauen. Keine 10 Pferde würden meinen Vater dazu bringen, seinen Traum aufzugeben. Niemals, hörst du? Nicht mein Vater! Ich hab versagt. Erwischt. Du hast mich doch durchschaut. Satz mit X. Och nee, was ist denn
jetzt los? Sowas ist mir noch nie passiert. Immer locker durch die Hose atmen. Das Leben ist keine Theaterinszenierung, sondern eine ständige Achterbahnfahrt der Gefühle. Folge meinem Patschehändchen. Jetzt treten nicht die Schauspieler, sondern die wahren Personen auf. Die Realität ist komischer als alle Komödien zusammen. Ein schöneres Ende hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Schade, dass es vorbei ist. Schon? Ich will aber nicht, dass es schon vorbei ist. Du machst erstmal Feierabend. Dein großer Auftritt kommt noch. Nicht schon wieder. Vorhang auf für das neueste Stück aus dem Hause Loki, das den Namen Realitas trägt. Ich kann's leider nicht ändern, Arthur. Die Menschen sind halt echte Egomane. Ego-Fritzen, wie es deine Eltern waren. Ich finde es jedes Mal zum Schießen, wie sie versuchen, ihrem Schicksal zu entgehen. Red du nur, Loki. Ist das, was sich der König wünscht, eine Komödie, die der deprimierten Welt ins Gesicht lacht? Oder doch eine Tragödie, die sich an die Hoffnung, an eine Zukunft klammert? Das wissen nur die Götter. Na warte, dir werde ich's zeigen. Jetzt gebe ich Vollgas. Ist das etwa alles, was du drauf hast? Hör auf damit, spiel nicht mit mir, klar? Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als gegeneinander zu kämpfen. Jetzt wird's erst interessant.